Warten Sie! Kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe ja etwas für Sie. Ich war ja nicht gerade erst bei dir. Nein. Was gibt's denn, mein Freund? Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Aha. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Danke. Ich wollte Sie gerade danach fragen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Ach, hier oben, okay. Stimmt, da war vorher, glaube ich, nichts angezeigt worden. Jetzt haben wir also das Kardiogramm von Johnny. Mal gucken, was im Inventar steht. Kabellose Kontrollmonitor stellt zur Live-Überwachung eine kabellose Verbindung zum örtlichen Monitor her. Alles klar, ansonsten haben wir noch nichts. Bei den Charakteren sind jetzt auch bloß noch wir eingetragen. Wir können uns jetzt also eine Runde allein umsehen. So, ansonsten hier die Uhr, halt. Okay, bloß ein Zeiger, das ist etwas merkwürdig. So, ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal alleine um in dem Raum und dann wollen wir mal sehen, ob wir mit den Kindern vielleicht irgendwie interagieren können. Die Uhr, ja. Gut, ist dasselbe wie oben. Wer weiß, wer weiß. So. Hier oben liegt gleich mal eine Zuckerstange rum, auch interessant. Ja gut, machen wir mal Licht. Ist ja eklig. Ganz komische Beleuchtung hier, finde ich. Na gut, sieht aus wie, keine Ahnung, was ist das für ein Raum? Esszimmer vielleicht? Auf jeden Fall, ja, vielleicht ein bisschen zu klein für ein Esszimmer. Vielleicht eher die Küche oder sowas. Ja stimmt, hier sind Herdplatten. Das soll wahrscheinlich eine Küche darstellen. Eine sehr spartanisch eingerichtete, wohlgemerkt. So, hier auch mal. Lampe aus. Könnt ihr auch im Dunkeln spielen, meine Kleinen? Nein, machen wir natürlich wieder an. Wir wollen ja was sehen. Ansonsten haben wir hier jetzt erstmal nichts. Gut. Besser, ich frage erstmal die Kinder. Trotzdem hineingehen? Na gut, dann fragen wir halt die Kinder. Ist okay. Kinder! Was wollen Sie? Führt mich durchaus. Sarah und Tommy, richtig? Eure Mutter meinte, ihr könntet mich einmal durchs Haus führen. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir das. Was ist das für eine... Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Alter, die kleinen Drecksbürger. Oder was meinst du, Tommy? Ja! Was möchtet ihr? Wir wollen $1 Trillion! Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ich wähle die Trillion. Ja, oder die. Wie? Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben in dem Regalfach, an das wir nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort für uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durch das Haus. Wie sieht's aus? Klar, ich hole sie, lasst den Mist und kommt. Wir sind mal nett, oder? Ich würde sagen, wir holen sie mal. Meine Mutter hat die Süßigkeiten auch immer so versteckt. Na gut, ich hole sie euch. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie uns. Ja gut, in der Küche waren wir ja schon, das wissen wir ja. Wir haben ja auch schon die Zuckerstange gesehen. Das ist uns ja alles mittlerweile schon bekannt. Da ist die Zuckerstange. Bist du zu kurz beim Hüpfen, der Sohn bist? Grümbel, ich finde diesen Smiley immer geil, diesen Schädelkopf-Smiley. So, kein Problem. Zuckerstange erhalten. Und damit können wir auch schon wieder weitergehen. Üble Kalorienbombe. Ja, nein, du sollst nicht hier raufgehen. Ist nicht mein Problem mit der Kalorienbombe, das müssen die Kinder wissen. Wir rollen sie danach durchs Haus am besten. Gut, hört auf zu spielen, wir gehen los. Oder können wir... Geh doch mal hin. Kannst du hier schauen? Mich würde das mal interessieren, was es da zu schauen gibt. Okay, ich habe, was ihr wollt. Die gute alte Zuckerstange. Und wenn ihr mich jetzt augenblicklich rumführt, werde ich auch nicht drauf niesen. Thank you.
Okay, wo fangen wir an? Ich weiß, da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Was meint ihr mit seltsamer Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Gut, jetzt will ich aber trotzdem mal hier schauen. Fear River von Johnny H. Wiles. Okay. Was ist denn das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Warte, das will ich nochmal sehen. Fear River, Johnny H. Wiles. Das wird... Ach, Johnny ist ja unser Patient, also wird River wahrscheinlich seine Frau sein, könnte ich mir vorstellen. Oben... Nicht so schnell mal weg, ich will doch mal ein bisschen schauen. Nee, hier variiert es doch. Das ist das Stück hier vom Anfang, also das, was die Kinder jetzt auch gespielt haben. Beziehungsweise das Stück, das wir im Intro gehört haben. Die Oberstimme variiert am Anfang bloß mit diesen oszillierenden zwei Tönen und die Bassstimme, die spielt ein bisschen eine Bassline sozusagen, eine Grundmelodie. Aber hinten, also hier unten variiert es dann natürlich, also da ist dann nichts mehr nur mit zwei Tönen. Na gut, egal. Wollen wir uns jetzt nicht so mit dem Stück aufhalten hier. Die Kinder kann ich nicht anschauen, aber die haben wir jetzt vielleicht... Ja, die haben wir jetzt hier mit drin. Tommy mag keine Schildkröten. Was? Sarah, Anwärterin als professionelle Eiscreme-Kosterin. Auf dem Weg zur Weltspitze. Ich mag das Spiel bislang, es ist süß gemacht. Na gut, wir sollen also wohin? Irgendein Bücherraum, also hier Bibliothek wahrscheinlich oder sowas, vielleicht hier? Okay, das war das Bad. Natürlich mal wieder zuerst ins Bad gerannt. Zielsicher, was haben wir hier, ein Katzenklo? Was ist das denn? Ach nee, das ist ein Waschbecken, oder? Kann das sein? Wieso kannst du das eigentlich nicht anwählen? Ah, einschalten und Wasser laufen lassen. Ja, natürlich. Bringt uns das was? Nö, ne? Aber hier ist jetzt auch Wasser drin, ne? Na gut, haben wir halt mal überall Wasser eingelassen. Könnte nicht schaden. Ah, kommt da von Katzenbesitzer. Alles, was viereckig ist, das muss ein Katzenklo sein. Gut, haben wir hier ja Licht, haben wir natürlich. Okay, dann wird das hier wahrscheinlich die Bibliothek sein, nehme ich an, ne? Das sieht gut aus. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch des oberen Regals. Natürlich, wo sonst? Das dickste Buch im allerobersten Regal. Das Licht ist nicht so schön, finde ich, ehrlich gesagt. So, gemalt hat er also auch. Hier haben wir was. Na, magst du noch hingehen? Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Passage, ja komm, da lesen wir mal eine Passage. Warum nicht? Und die Farben dieses edlen Stoffes. Etwas Schöneres habe ich nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten, ihre Enttäuschung zu überspielen, dass sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging nah an die Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rede keinen Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört. Und die Nachricht machte rasch die Runde. Ja, jeder, der des Kaisers neue Kleider kennt, was eigentlich alle tun sollten, hoffe ich, wird das natürlich auch kennen, so eine, diese Passage zumindest vom Inhalt her. Finde ich schön, dass sie hier solche kleinen Exkurse mit einbauen. So, schauen wir mal hier, das andere können wir nicht anschauen. Das Kleid, wahrscheinlich Dämmerlicht, nehme ich an. Das ist ja eigentlich der Sonnenuntergang, wenn ich mich nicht irre, also wahrscheinlich Dämmerlicht oder sowas. Oder... Nee, das Kleid ist der Titel des Buches. Geil. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmte. Sehr schön, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Oh nee, wirklich? Wollen wir uns das antun, eine Passage zu lesen? Vielleicht ein andermal. Danke, Dr. Rosaline, das ist sehr freundlich von dir, dass du uns das ersparst. Aber wir haben den Zimmerschlüssel erhalten. Er hat sein Versteck klug gewählt. Oh ja, das Buch würde niemals jemand anfassen. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß gar nicht, worauf das anspielt in der Realität. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen und nannte das eine Bücherschlacht.
bis ich eines Tages mal eins zurückgeworfen habe. Da brauchte er dann ein Pflaster. Die Belger sind auch geil. Nur ein Haufen Bücher hier drin. Was heißt ein Haufen Bücher? Also, was heißt nur ein Haufen Bücher? Bücher sind gut, Bücher sind fein. Da steht eh nichts drin, was ich noch nicht weiß. Ja, ja, sicher doch. Hast alles gelesen mit deinen 5 Jahren oder was du bist. Glaube ich dir aufs Wort. Meine Schwester und ich haben Bücherkrieg? haben Bücherkrieg geführt, bis einer von uns ein Pflaster brauchte. Ich frag mich, wer? Mom sagte immer, wir sollen das lassen, aber wir machen es trotzdem. Weil ihr kleine Mistbelger seid, Büchern tut man so etwas nicht an. Ich bin ja so ein kleiner Bibliophiler und mir blutet schon das Herz, wenn ich so ein Paperback-Buch mit in meinem Rucksack transportiere und da so eine Ecke umknickt oder da irgendwelche Gebrauchsspuren durch den Transport dran entstehen. Da ist es schon immer so, da blutet mein Herz immer schon. Das kann ich nicht ausstehen. Ich bin ja auch, das ist ja auch mein großer Traum, irgendwann mal ein eigenes Bibliothekszimmer zu haben, wo alle Wände mit Regalen bedeckt sind und die Regale von oben bis unter die, von unten bis unter die Decke komplett mit Büchern gefüllt sind. Das wäre geil. Das wäre so schön. Na gut. Ich frage mich, ob Johnny diese Bücher tatsächlich alle gelesen hat. Weiß ich nicht. Ich glaub's aber nicht. Gut, kennen wir schon. Mehr kommt jetzt wirklich nicht. Dann gehen wir mal raus wieder. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Okay, wir haben ja jetzt schon im Prinzip nur noch den Keller. Ansonsten haben wir ja jetzt schon uns alles angeschaut. So viel ist ja nicht mehr zu erkunden im Haus. Aber, achso, warte, erzähl ich gleich. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Ja, und ihr? Ich bin bloß der Gast. Eigentlich müsstet ihr hier mir das Licht... Ach, egal. Ich glaube ja... dass das hier nur das Intro quasi sein wird, auch der erste Akt jetzt, weil meines Erachtens nach das Spiel hauptsächlich in Johnnys Gedankenwelt stattfinden wird. Also alles, was jetzt noch hier in der Realität ist, das wird, glaube ich, bloß so am Anfang so kleines Vorgeplänkel sein, deswegen sind wir jetzt auch schon fast fertig mit dem Erkunden des Hauses. So, Licht an. Hier ist es auch ein bisschen angenehmer als in den anderen Räumen oben. Da war das so gelbstichig. Ein staubiger Stapel alter Animorphs-Bücher. Was zur Hölle ist Animorphs? Das klingt wie irgend so ein Comic von irgendwelchen Leuten, die sich in Tiere verwandeln können. Die sind ja meistens so wahnsinnig kreativ. Die Truhe ist verschlossen. Gut, kriegen wir vielleicht später noch auf, ich weiß es nicht. Okay. Schauen wir mal. Hier ist noch eine Kiste, wie es aussieht. Die Truhe ist verschlossen, natürlich. Kartons, gefüllt mit farbigem Papier. Aha. Die Vitrine ist voll mit unbenutztem Porzellan. Der Schrank ist voll mit verstaubten Büchern. Der Mann gefällt mir, der hat sehr viele Bücher, ist auch so ein kleiner Buchliebhaber. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den seltsamen Raum. Die Tür ist abgeschlossen, die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel geöffnet. Und hinein. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Zum Glück können wir die Lampe sehen. Huch, was ist das denn? Sieht ja sehr abgefreakt aus hier. Okay. Eine kaputte Spieluhr. Aha. Wir müssen also so viel wie möglich herausfinden hier. Ein Hase aus Papier gefaltet, okay. Das ist so Origami wahrscheinlich, hm? Würde auch erklären, warum in den Kartons viele bunte... Papier, warum dort viel buntes Papier drin war. Wir sehen ja schon alle verschiedenfarbig hier, die Hasen. Süß! Och! Oh, wie süß! Ein Plüschschnabeltier. Oh, guck mal, wie putzig das ist. Das ist ganz rund und dick. Oh, und die kleinen Schenkelchen. Oh, und der kleine dicke Schwanz. Oh. Hätte ich auch gern. Das ist niedlich. Sieht niedlich genug aus, um Neil zu nerven. Könnte nützlich sein. Anstupsen? Pups, da liegt's. Süß. Aber hier sitzt es immer noch, schade. Aufstellen. Anstupsen? Aufstellen. Anstupsen? Nein, ich nehme es jetzt mal. Plüschschnabeltier erhalten. Süß, wir haben ein Plüschschnabeltier. Ist das nicht schön?
Mehr können wir hier, ja, das kennen wir ja schon, mehr können wir hier offenbar auch gar nicht machen. Wir kommen ja hier gar nicht weiter rein in den Raum. Aber ist natürlich schon ziemlich verrückt irgendwie, ne? So, mal wieder raus.